Frau von Kramon, wir schätzen Ihre herzliche und offene Art. Was schätzen Sie an Duderstadt? Also ich finde, Duderstadt ist eine der schönsten Städte in Deutschland insgesamt. Und ich muss sagen, bei meinen Hausbesuchen in den letzten Wochen habe ich mit sehr vielen Menschen gesprochen. Und ich habe den Eindruck, dass auf der einen Seite die Traditionsverbundenheit der Eisfelder, der Duderstädter hier, mit dem Neuen, was ich mitbringe, wir eine sehr gute Kombination darstellen. Und deswegen glaube ich, dass ich die geeignete Person für das Bürgermeisteramt bin. Wir hören von vielen potenziellen Wählerinnen und Wählern, dass sie nicht aus Duderstadt kämen und ihren ersten Wohnsitz nicht in der Stadt haben. Sehen Sie sich trotzdem imstande, Duderstädter Interessen zu vertreten? Ja, selbstverständlich. Ich habe hier lange Kreispolitik gemacht, ich habe hier lange Kommunalpolitik gemacht, ich habe hier kandidiert für den Landtag 2007, 2008. Ich bin sehr verwachsen mit der Region insgesamt. Ich wohne sehr gerne hier, ich mag die Menschen sehr gerne. Und ich glaube und ich weiß, wenn ich Bürgermeisterin bin, werde ich natürlich meinen ersten Wohnsitz auch hier in der Stadt Duderstadt anmelden. Und deswegen bin ich sehr wohl in der Lage, auch die Interessen dieser Stadt sehr gut zu vertreten. Weiterhin wird vorgebracht, Sie würden auf Dauer eine Karriere in Berlin oder Brüssel anstreben. Wie entkräften Sie die Bedenken, Sie würden die Wahl ausschließlich als Sprungbrett nutzen wollen? Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Ich glaube, ich habe 4 Jahre in Berlin im Bundestag gesessen. Das war eine sehr wichtige und eine sehr gute Erfahrung. Und ich freue mich jetzt, diese Erfahrung von der Bundesebene hier einzubringen in die Kommunalpolitik. Ich weiß, dass wenn ich Bürgermeisterin bin, natürlich auch alle Möglichkeiten habe, dort über den Niedersächsischen Städtetag, über den Deutschen Städtetag, Duderstadt sehr gut nach außen zu vertreten. Und wenn Sie sich die Landkarte anschauen, es gibt nicht viele hauptamtliche Bürgermeisterinnen. Auch dort werde ich natürlich als Frau gewissermaßen schnell in den einzelnen Gremien auch Duderstadt gut nach außen vertreten.